Hallo zusammen, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gedacht, ich mache spontan ein Get Ready with Me, ohne jeglichen Schnickschnack und quatsche so ein bisschen mit euch, wie es gerade im Moment bei uns läuft und welche Produkte ich gerade nutze. Ja, wenn du Lust drauf hast, dann bleib da einfach dran. Hallo, ich bin die Dani. Beginnen wir einfach mit diesem ersten Produkt, was ich austesten wollte. Das ist von Lavera, Effekt Fluid nennt sich das. Das soll eine Art Creme sein, beziehungsweise ein Fluid, welches dann lichtreflektierende Pigmente in sich hat und das erzeugt dann so einen leichten Schimmer. Ja, ich habe es mir schon aufs ganze Gesicht aufgetragen und ich muss sagen, es zieht wirklich sehr, sehr schnell ein. Das ist sehr, sehr, ja, schon trocken. Also es ist schon jetzt eingezogen und vom Effekt her ja, sieht man so in der Kamera wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich jetzt so mein Gesicht gegen die Sonne halte, dann sehe ich schon diesen leichten Glow. Ja, jetzt ist die Frage, wie verhält sich das Ganze mit dem Make-up? Wie gesagt, es ist ziemlich gummiartig jetzt, wenn ich so hin und her reibe. Schauen wir mal. Als nächstes benutze ich die Anti-Aging Foundation von Judith Williams. In der Farbe gibt es gar nicht. Ja, genau, die ist ja einheitlich. Die passt sich ja dem Hautton an. Ich gebe davon 2 Pumphübe auf meinen Rücken. Handrücken? Ja, auf dem Rücken. Auf dem Handrücken. Und dann verteile ich das mit den Fingern in mein ganzes Gesicht. So, ich werde jetzt einfach mal die Produkte nur erwähnen und dann so ein bisschen quatschen, weil Produkte habe ich ja schon mal vorgestellt in meinen anderen Videos. Also meine Kinder sind ja 3 Wochen schon zu Hause. Wir haben die Aufgaben, die wir von der Schule bekommen haben, sehr gut durchgearbeitet. Am Anfang hatten die Kinder wirklich großen Spaß dabei. Dann merkte man schon, wie die Lust so nach und nach flöten geht und man muss die Kinder so ein bisschen, ja, animieren, ne? Animieren, motivieren, um die Aufgaben zu beenden. Haben wir auch geschafft. Aber ich denke, das liegt einfach daran, weil die Kinder einfach unausgeglichen sind, ne? Also wir waren schon, also wir gehen schon spazieren, ja. Das ist nicht so, dass wir den ganzen Tag zu Hause hocken. Wir gehen aber halt, ja, andere Wege, ne? Das heißt, wenn man mal nach draußen gegangen ist, dann durfte man auch auf dem Spielplatz spielen. Die Kinder haben sich dann ausgetobt auf dem Spielplatz. Das ist ja jetzt nicht mehr möglich. Und ich denke mal, das liegt auch daran, dass die Kinder so unmotiviert sind. Es ist auch irgendwie, es ist zwar ein Ende in Sicht, erstmal bis nach den Osterferien, aber wir wissen es ja nicht. So, meine älteste Tochter hat im April Geburtstag. Den kann sie dann auch nicht feiern, denke ich mal. Vermute ich mal ganz feste, ganz stark. Geburtstage kann man natürlich, also Geburtstagspartys kann man natürlich verschieben. Aber trotzdem, ne? Also da freut man sich das ganze Jahr drauf und dann wird daraus wahrscheinlich nichts. Genau. Und dazu kommt noch, dass wir so schönes Wetter haben draußen. So schönes Wetter. Es ist ja, 20 Grad haben wir im Moment. Die letzten, also seit gestern, seit vorgestern und die kommenden Tage werden auch sehr, sehr schön werden. Und ja, die Kinder oder wir alle haben einfach Lust, irgendwo was zu unternehmen. Naja, aber das ist nun mal so, wir müssen da durch und wir versuchen unser Bestes da gut durchzukommen, nicht zu verblöden. Irgendwann gehen einem die Ideen aus. Wir haben jetzt Osterferien, 2 Wochen. Und außerdem haben wir die Info bekommen, dass alle außerschulischen Veranstaltungen, die mit der Schule zu tun haben, auch abgesagt wurden bis Ende des Jahres. Das heißt, Klassenfahrten fallen aus, Ausflüge, Tagesausflüge, die man normalerweise gemacht hat, Praktikas und solche Sachen, wo dann mal eben in der Klasse Eis essen gehen und so weiter. Wird alles ausfallen, Schlittschuhlaufen.
ja, wird alles ausfallen und das demotiviert die Kinder natürlich auch. Dann nutze ich hier ein Puder von P2, das ist ein ganz altes Puder, wollte ich gerne aufbrauchen, deswegen nutze ich das eigentlich täglich. Und ich habe meine Pinsel gewaschen. Wir haben ja jetzt Zeit dazu. Was ich noch erzählen kann, wie gesagt, wir waren am Aasee, das ist ein großer See mit Wald drumherum, so ein bisschen Wald drumherum, wo sich der Hund auch mal austoben kann und die Kinder. Aber es ist immer so leicht frustrierend, wenn man dann am tollen Spielplatz vorbeiläuft und man darf nicht drauf. Ansonsten Stadtwald, da kann man sich auch weitläufig aus dem Weg gehen. Und ja, halt hier in der Nachbarschaft, da haben wir auch einen kleinen Fluss, die Aa nennt sie sich. Da gehen wir dann auch mal mit unserem Hund spazieren. Bei McDonald's waren wir auch, ja, am Drive-In-Schalter. ja, aber der Besuch von Verwandtschaft, Freundinnen fällt aus. Was wir jetzt was wir einrichten können, ist zum Beispiel Videochat über WhatsApp. Meine jüngste Tochter trifft sich regelmäßig mit ihrer Freundin auf WhatsApp und ich habe mein Handy stundenlang nicht mehr zu Gesicht bekommen. Ja, was sie machen, also sie sind einfach froh, sich zu sehen und zu hören und so ein bisschen Normalität. Ja, es findet so ein bisschen Normalität statt, ne, wenn man seine Freundin sehen kann und quatschen, machen Unfug, machen auch manchmal auch gar nichts, sind einfach nur da. Das heißt, das Handy läuft, ja, Video läuft, aber die sind halt nicht im Raum. Also meine Tochter geht dann aus dem Raum, die Freundin geht aus dem Raum und du siehst nur einen leeren Bildschirm. Aber es ist eine Verbindung da, ne? Das gibt einem auch so ein bisschen ein gutes Gefühl. Jetzt nutze ich von Wet n Wild Creme Brûlée. Hat auch schon ein ordentliches Hitzepan als Base. Ich weiß nicht, genau, Ostern. Und Kommunion. Meine mittlere Tochter hat bald Kommunion und das wird wahrscheinlich auch ausfallen. Wissen wir noch nicht, aber ja, das ist ja das Problem, dass wir einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Wir können nicht planen. Ja, und dann haben wir noch den Citylauf, der auch abgesagt wurde, ist klar. Genau, Ostern. Ostern, normalerweise gehen wir jedes Jahr immer zum Osterfeuer. Dieses Jahr ist natürlich alles abgesagt. Ja, was wir uns überlegt haben mit den Kindern, ist, dass wir im Garten eine Feuerschale aufstellen. Eine große Feuerschale und dort lassen wir dann das Osterfeuer brennen und machen Stockbrot und Marshmallow-Braten. Nutze ich in der Lidfalte, denke ich mal, das Catrice. Absolute Eye Color My First Copperware Party, so nennt es. Von den Schulen, muss ich sagen, werden wir eigentlich ganz gut betreut. Die Grundschulen, die haben uns mit Material gut ausgestattet. Das heißt, wir konnten jeden Tag Mathe und Deutsch machen. Die weiterführende Schule, die hat uns auch ganz gut, oder versucht zumindest, uns gut zu betreuen, indem sie übers Internet uns Material zur Verfügung stellt, was aber nicht immer gut klappt, beziehungsweise bei manchen Eltern klappt es halt nicht so gut, wie ich es erfahren habe. Und ich kann mir gut vorstellen, Leute, die nicht so versiert sind oder die eigentlich im Alltag nicht viel zu tun haben mit Internet, Computer und so weiter, dass es für sie doch etwas schwer fällt, das ganze Material sich zusammenzusuchen, weil wir insgesamt, ich glaube, 3 Webseiten haben, wo wir uns das Material herunterladen können. Genau. Der Klassenlehrer hat gesagt, sollte es so sein, dass bis nach den Ferien eine
ja, eine Ausgangsbeschränkung bestehen sollte, dann ja, müssen sie sich was anderes ausdenken oder sie werden sich was anderes ausdenken. Weitere führende Schule hat uns in 4 Fächern Material zur Verfügung gestellt, was ich auch ganz gut finde. Mathe, Deutsch, Niederländisch und Englisch. Und ich finde, das reicht ehrlich gesagt auch, weil wir Eltern ja auch damit konfrontiert sind. Wir müssen uns ja darum kümmern, beziehungsweise eigentlich sollen die Kinder selbstständig arbeiten, aber wir müssen uns ja darum doch kümmern, dass die Kinder das Material erhalten und auch mal ein Auge drauf werfen. Und die, also ich muss sagen, bei mir klappt es, ist in Ordnung, aber ich habe ja auch noch einen Job, den ich machen muss, und das ist dann auch nicht so einfach, ne? Dass man das alles, man kriegt es zwar unter einem Hut, aber man ist dann halt so ein bisschen gestresst, und ich bin froh, dass wir jetzt erstmal Osterferien haben. Genau. Dann haben wir hier einmal Color Tattoo von Maybelline in der Farbe Pink Gold. Und das trage ich mir dann hier unten auf das vorne auf das bewegliche Augenlid. Was haben wir so in der letzten Zeit gemacht? Wie gesagt, Aufgaben haben wir gemacht. Wir haben unseren Garten komplett neu gestaltet. War ein ganzes Stück Arbeit, aber jetzt haben wir 2 Kirschbäume drinnen stehen und einen Bienenbaum, Rosen, Blumen, Salat, Radieschen, Kohlrabi, Bambus, also alles, was uns dazu bringt, uns über die freiwillige Quarantäne wohlzufühlen, Genau, und was haben wir noch gemacht? Ja, ich bin am Shoppen gewesen, aber auch nur, wenn es notwendig war, im DM und im Aldi war ich, genau. Und es ist wirklich so, dass jeder Laden das anders handhabt mit Desinfektion und mit der Art, wie man sich in dem Laden verhalten muss und so weiter, welche Bedingungen da herrschen, Mindestabstand. Bei dem einen sind es 3 Meter, bei dem anderen sind es 2 Meter. Die einen desinfizieren den Wagen für die Kunden, die anderen die Kunden müssen ihren Wagen desinfizieren. Es steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. Bei dem anderen Laden, das war Lidl, genau, Lidl, da stand Security und erstmal war es so, dass man, also ich war mit meinem Mann da, dass jede Person, die in den Laden reingeht, dass sie einen Wagen nehmen muss. Also habe ich einfach einen leeren Wagen durch den Lidl geschoben, während mein Mann einen Wagen voll gemacht hat. Und beim nächsten Mal war es so, dass er auch noch der Security-Mann auch hingegangen ist und den Leuten direkt Desinfektionsmittel auf die Hände gesprüht hat. Was die Versorgung angeht, die Regale sind gut gefüllt, sind wirklich sehr, sehr gut gefüllt. Was natürlich mangelt, sind günstige Nudeln, günstiger Reis und Klopapier. Aber an manchen Tagen hat man Glück, an manchen Tagen hat man halt Pech. Ich finde, es ist nicht so dramatisch. Man kommt an alle Lebensmittel dran und an alle Produkte. Vielleicht nicht am selben Tag, aber man kommt an die Produkte ran. Außer Mundschutz. Mundschutz muss man im Internet bestellen. Habe ich so irgendwo im Laden oder in der Apotheke nicht mehr gesehen. Aber wir wissen ja, wie die Lage aktuell ist mit Desinfektionsmitteln und Mundschutz. Es gibt Leute, die brauchen das einfach viel eher als wir. Und von daher finde ich das jetzt auch nicht schlimm. Was haben wir noch? Genau, ein bisschen verblenden. Ein bisschen verblenden mit einem Blenderpinsel. Was ich noch bemerkt habe, ist, aktuell sind sehr, sehr viele Jogger unterwegs. Also im Vergleich zu vorher, sehr, sehr viele Jogger. Finde ich auch sehr gut.
dass man die Zeit einfach nutzt für sich selber, wenn man die Zeit hat, ja. Ah. Ist auch nicht ganz einfach, aber ja, wenn man die Zeit einfach selber, für sich selber hat, Zeit für sich hat, dann sollte man die auch nutzen. Und ja, und ich habe mir auch vorgenommen, mir Zeit zu nehmen und ja, mir einfach mal eine Maske zu gönnen oder morgens mit Anni zu joggen. Anni ist unser Hund. Klappt aber nicht immer, weil unser Hund viel zu faul ist. Ich weiß auch nicht. War frische Luft tanken, Sonne tanken, Vitamine tanken. Und das tut mir persönlich sehr, sehr gut, diese frische Luft. Und man dann einfach die Zeit auch aktiv gestaltet. Ja, dass man sich so ein bisschen bewegt, soweit es möglich ist. Ja, was habe ich heute vor? Ich muss zum Zahnarzt, beziehungsweise ich muss mit meiner Jüngsten zum Zahnarzt. Wir hatten eigentlich viele Termine absagen müssen, beziehungsweise die wurden uns abgesagt. Das ist auch verständlich. Bei Ärzten, wie zum Beispiel Augenarzt, da haben wir auch einen Termin, auf den Termin 3 Monate warten müssen, wurde abgesagt. Kieferorthopäde für die Zahnspange wurde abgesagt. Und ich habe einen Arzttermin gehabt, da kriegt man die Termine immer alle 365 Tage. Man versucht natürlich zu vermeiden, die Praxen zu füllen. Die Gefahr besteht natürlich, dass man angesteckt wird und oder jemanden ansteckt, sollte man Corona haben und man merkt es nicht. Heute müssen wir allerdings zum Zahnarzt, weil meine Tochter eine kleine Entzündung bekommen hat. Also ich bin da eigentlich sehr optimistisch. Man hat ja die Chance, etwas für seinen Körper zu tun. Man hat jetzt die Chance, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Man hat jetzt die Chance, neue Pläne zu schmieden, neue Ideen zu entwickeln. Und für mich ist es eine Art, nicht Stillstand, das war es am Anfang, muss ich sagen, man einfach nicht wusste, wo geht es denn jetzt hin. Aber mittlerweile ist es so, die Leute haben sich an die, also mein Gefühl ist, die Leute haben sich an die Situation gewöhnt und sie können jetzt, ja, sie können jetzt einfach ein bisschen mehr in die Zukunft schauen, vielleicht auch mehr Gedanken über sein eigenes Leben machen und einfach mal seine Richtung planen bzw. überlegen, bin ich mit dem zufrieden, was ich bisher erreicht habe und vielleicht neue Ziele suchen oder neue Wege suchen. Aus der Not heraus entstehen ja immer Ideen, neue Ideen und ja, vielleicht ist das auch eine Art Umbruch. Ich denke, es werden auch Probleme auftauchen, die man dann, denke ich, auch hoffentlich, also ich bin ja optimistisch, hoffentlich lösen kann. Die Wirtschaft, ich weiß nicht, wie die Wirtschaft sich entwickeln wird. Viele Selbstständige stehen vor einem Dilemma. Es gibt eine Zukunft, die Frage ist, welche Zukunft und was man daraus macht. Jo, ich bin fertig, die Haare mache ich gleich los und ja, ich hoffe, dieses Gequatsche hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben, abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust dazu habt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!